die Kreisgebietsreform oder, wie sie landläufig genannt wird, das Bürokratiemonster. Der brandenburgische Innenminister Schröter, SPD, reist dieser Tage mit Finanzminister Görke, ein sogenannter Linker, durchs Land. Die beiden versuchen, die Menschen von ihren kühnen Plänen zu überzeugen. Und was Schröter zu sagen hat, klingt erst einmal ganz vernünftig. Es ist ja auch in schöne Worthülsen verpackt. Brandenburg zukunftsfest machen, Vielfalt stärken, bürgernahe Verwaltung sicherstellen. Auf den zweiten Blick entpuppen sich die Monologe des Innen- und auch des Finanzministers jedoch als Phrasendrescherei. Und ihre Fakten werden nach genauerem Hinschauen zu Zahlen, die man sich eigens für diesen Zweck zurechtgebogen hat. Ich verspreche also, liebe Dietlitz, die Stadt wird die grundsätzlichen Rechte einer Stadt nicht verlieren. Er will Brandenburg auf die Zukunft vorbereiten. Bei den Tausenden und Abertausenden von Menschen, die sich bei den Protestveranstaltungen beteiligen, ist die Zukunft wahrscheinlich ein Wort, das sich in ihrem Kopf einbrennen wird. So oft missbrauchen es die Minister für ihre Vorträge. Warum ein zukunftssicheres Brandenburg das von ihnen propagierte Bürokratiemonster Kreisgebietsreform braucht, das fragen sich tatsächlich alle Anwesenden. Schröder sagt auch, ihm ist die Vielfalt und Bürgernähe in Brandenburg wichtig. Unglaubwürdig. Denn das sind die Argumente der zahlreichen Gegner der Reform. Vielfalt und Bürgernähe, die Kreisgebietsreform wird wahrscheinlich beides empfindlich einschränken. Die Mehrheit der Menschen weiß, dass es nicht bürgernah sein wird, wenn Kreise zusammengelegt werden und eine Kreisverwaltung dann für doppelt so viele Bürger zuständig ist. Das ist zum Beispiel in der Prignitz vorgesehen, Brandenburgs bevölkerungsärmster Landkreis, der sich nun fühlen muss wie ein kleines Unternehmen, das vom milliardenschweren Heuschrecken geschluckt wird. Und so sind wir beim wahren Grund angekommen, warum diese Reform durchgeführt wird. Finanzminister Görke will Geld sparen, indem er massiv bei der Verwaltung streicht. Er will kostspielige Aufgaben vom Land an die schon jetzt oft überforderten Kommunen abgeben und so seine Zahlen schönen. Der Ruf nach mehr Geld, die Frage nach einer zusätzlichen Unterstützung wird ständig erhoben. Wir geben ein Drittel des gesamten Landeshaushalts in die kommunale Familie. Das ist ein deutscher Spitzenwert. Das ist ein Spitzenwert. Das Phänomen Görke. Aus gutbürgerlichem CDU-Haushalt, er selbst mit starker Schlagseite nach links. Über die Jahre hat er sich hochgearbeitet zum parlamentarischen Geschäftsführer der Linken und nun zum Finanzminister im armen Brandenburg. Um jetzt noch weiter zu kommen, kann er sich nicht auf die Parteiarbeit allein konzentrieren. Er muss Ergebnisse bringen, die vor ihm niemand erreicht hat. Als Finanzminister heißt das harte Einsparungen auf allen Gebieten. Görke will seine eigene Karriere auf Kosten der Menschen in Brandenburg vorantreiben. Die Gespräche mit vielen Bürgern zeigen uns von der AfD, nein, das lassen die Menschen nicht mit sich machen.